Hallo, wir sind Erlebnisurlaub Kreisklasse. Mein Name ist Patrick Welsch. Ich bin Philipp Seifert. Und hier ist Pascal Böhnecke. Und wir sind heute zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast beim Stefan B. Westphal mit einem Crossover zur Fußball-Europameisterschaft, die letzte von Jogi Löw. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Da sind wir wieder, die beiden vom Sachsen-Anhalt-Podcast, der Chris. Hallo Stefan, ich grüße dich. Hallo Chris, auch dir ein herzliches Hallo. Die Wahl ist vorbei. Oh, es war jetzt ja auch langes Fiebern, wir haben uns ja jetzt auch lange damit beschäftigt und darauf vorbereitet und jetzt, das ist wie so ein, ja, es fällt so vieles ab, wa? Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, was wir sonst jetzt noch senden sollen. Das ist ja, die Wahl ist vorbei. Corona geht deutlich zurück. Worüber wollen wir jetzt eigentlich noch reden? Na gut, obwohl, da müssen wir sagen, wir haben, ja, machen wir uns nichts vor, wir haben noch einiges im Gepäck. Genau, und aus 80 Millionen Virologen werden nämlich in den nächsten Wochen wieder 80 Millionen Bundestrainer, denn das nächste große Ereignis steht vor der Tür. Die Fußball-Europameisterschaft. Diesmal nicht nur in einem Land, sondern in ganz Europa. Weißt du auch warum, Chris? Ah, gute Frage, erzähl mal. Ja, 60 ist bestehen. Also 60 Jahre gibt es jetzt die Europameisterschaft. Wie oft hat Deutschland gewonnen? Hast du einen Tipp? Alle guten Dinge sind drei. Dreimal, genau. 72, 80 und zuletzt 96 unter Berti Vogts. Und gespielt wird dieses Jahr in London, in Amsterdam, in Baku, in Bilbao, in Budapest, in Bukarest, in Dublin, in Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom und St. Petersburg. Verrückt. Also wir sind in der Vorrunde gleich gegen den Weltmeister und den Europameister dran. Es wird also tatsächlich ein spannendes Turnier, auf jeden Fall. Freust du dich schon? Hast du schon Popcorn gebacken, die Deutschlandfahne aus dem Keller geholt? Es wurde ja auch nochmal ein Jahr verschoben. Ja, ich weiß, es war ja nochmal so dieses Jahr, wo man jetzt ja darauf gewartet hat und schon die Vorfreude stieg. Ja, und jetzt nach der Wahl ist, glaube ich, mal so ein Ereignis mal wieder, wo auch die ganze Nation zusammenkommt. Ja, richtig was Feines. Ich freue mich. Ich habe auch schon wieder, wie du gerade gesagt hast, die Fahnen überall aus dem Keller geholt und natürlich auch wieder diese kleinen Stifte, wo man sich dann die Wangen anmalt mit den Deutschlandfahnen. Also ich bin schon richtig in Fußballlaune. Perfekt. Und ich auch ein bisschen, aber wir beide und Fußball, da wissen wir auch, so viel Ahnung haben wir davon nicht. Deshalb mache ich mich jetzt los zu unseren Experten. Ja, Stefan, dann mache dich mal los, ja, und fahr langsam, nimm die Jacke mit, vergiss sie nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Abends wird es dann doch ein bisschen kühler. Du machst dich jetzt also zu drei Kollegen von einem Fußballpodcast, der Erlebnisurlaub Kreisklasse heißt. Das sind Philipp, Pascal und Patrick. Und ja, die drei aktiven Schiedsrichter, die schicken aus Aachen an der Elbe ihre Sendung in die weite Welt. Sonst geht es immer um den Fußball in der Region Anhalt-Bitterfeld. Und diesmal, glaube ich, gibt es jetzt eine ganz spannende und knallharte Voranalyse zur Europameisterschaft. Und damit gebe ich jetzt also ab in das Sportlerheimstudio direkt am Rasenplatz vom FC Stahl Aachen. Und Patrick, bist du soweit? Moin Männer. Moin Patrick. Morgen. Na, schön euch wieder zu sehen. Ich hätte dich auch nicht wiedererkannt, Mensch. Na, ich war beim Friseur. Ich habe mich erschrocken. Heute geht's weiter mit Erlebnisurlaub Kreisklasse, alias. Ich habe euch heute bei mir zu Gast mit beim Sachsen-Anhalt-Podcast, also sozusagen ein Crossover. Super. Da bin ich schon sehr gespannt, weil mein fußballerisches meine fußballerische Höchstleistung war, ich habe mal das Büro-Tippspiel gewonnen. Das ist mehr, als Patrick hier erreichen wird. das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ja, heute soll es nicht um die Kreisklasse gehen, sondern zwei Etagen tiefer. Erzähl mir. Philipp? Die Fußball-Europameisterschaft steht an. Genau. Am Freitag geht's los. Gestern war ja schon ein super Spiel gewesen. Habt ihr es geschaut? Meinst du die U21 oder? Hat noch jemand gespielt? War nicht auch schon Freundschaftsspiele? Ja, ja. Aktuell noch seit Vorbereitungsspieltag? Drei Wochen oder so. Ja.
Ja, genau. Kommt jetzt drauf an, wann man es hört, wann gestern ist. Ja, stimmt. Bei Podcast kann man wann und wie man will hören, ja. Vielleicht ist die M schon vorbei, wenn die Leute das hören. Ja, das ging. Dann sagen die sich, oh Gott, war die doof, guck mal hier. Irgendeine EM ist immer. Fühlt ihr euch eigentlich schon wie EM? Nicht wirklich, eigentlich nicht. Ich muss sagen, also das letzte Wochenende, gut, du 21 hat gespielt, aber so komplett ohne Fußball, dass mal wieder so nichts ist, nicht mal Konferenz gucken, kein gar nichts. Das war ein trauriges Wochenende. Wird Zeit, dass wieder was ist, aber ich weiß nicht, ob das so richtig EM-Stimmung dann wird. Es gibt auch schon die Panini-Bildchen. Ja. Sammelt ihr die? Nee, tatsächlich nicht. Also ich war jetzt auch bis vor 2 Wochen gar nicht auf EM eingestellt, weil halt jeden Tag gefühlt irgendein anderes Spiel war. Irgendjemand hat immer gegeneinander gezockt. Aber seit der Nominierung geht es bei mir so ein bisschen so die Vorfreude los, nachdem man gesehen hat, okay, die Mannschaft steht. Sieht nicht ganz so schlecht aus, gibt nicht ganz so viel zu meckern, glaube ich. Da so ein bisschen Stimmung ist schon da bei mir, muss ich sagen. War eine Überraschung dabei? Es war überraschend. Die Nicht-Nominierung von Marco Reus vielleicht. Ja, der hat ja freiwillig zurückgezogen. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber... Ja, das war überraschend, aber sonst... Andere Podcasts spekulieren über eine mögliche Nicht-Nominierung. Genau. Nee, also ich fand es diesmal überraschend und unüberraschend. Das war, glaube ich, mal ganz gut, dass da nicht irgendwelche Leute mitkamen, wo man sich dann gefragt hat, warum, weshalb. Ich denke ja auch, ne, Hummels und Müller, das hat sich angedeutet und stand dann ja auch schon fast fest, dass Jogi da auf die Erfahrenen zurückkommt. Apropos Jogi, letzte große EM. Was meint ihr? Ja, es wird Zeit. Europameisterschaften also, war ja nie so erfolgreich. Es wird Zeit, dass er aufhört, oder? Naja, ich glaube, das hat sich so ein bisschen ergeben jetzt. Und es ist, glaube ich, jetzt so der Punkt, so noch länger wäre, glaube ich, richtig schlimm geworden für ihn auch. Es ist, glaube ich, genau der richtige Moment, nochmal zu sagen, okay, wir ziehen das nochmal durch. Wie Philipp schon sagt, mit der Nominierung von den Alteingesessenen nochmal, hat er ja doch den richtigen Schritt gemacht, glaube ich. Aber könnte man ihm vielleicht da unterstellen, dass sein Fokus auf die Jugend zu setzen in den letzten 2,5, 3 Jahren dann doch fehlgeschlagen ist zum Ende seiner Karriere als Bundestrainer? Die Frage, okay, ich würde gerne mal antworten. Also, naja, ja, ich fand den Schritt ein bisschen strikt, den er damals gemacht hat. So, das war halt, hat halt nicht ins System gepasst und in die Philosophie, die er bis dahin vertreten hat. Deswegen war das wahrscheinlich ein bisschen überstürzt, die Entscheidung zu treffen, dann extrem auf die Jugend zu setzen. Und es war eigentlich nur logisch, dass der Schritt zurückkommen musste. Aber ich finde es eigentlich gut, dass er das jetzt macht. Ich meine, die Jugend kann auch nach der EM noch. Ja, wir haben auch gesehen, dass wir eine gute Jugend haben. Gegen Portugal 1-0, da ist der Titel. Die Jungs gleich mitnehmen. Alle raus. Und die U21 macht die EM. Na gut, Flo Wirtz muss sein Abi noch machen. Soll zwar nicht gut werden, aber wenigstens bestehen will er's. 4-0 sagst du. Na, ich hier gewinnt. Ich habe irgendwas von 3-6 heute früh gelesen. Echt? Ja. Da habe ich ein besseres Abi als der, also könnte ich für Nationalspieler werden. Aber er hat es, glaube ich, ja noch nicht bestanden. Er muss, glaube ich, noch seine mündlichen Prüfungen machen. Kann ja. Ich als Nationalspieler, kann ich auf dem Panini-Bild, ich würde es sammeln. Naja, aber ich glaube, Jogi setzt auf die Jugend und da hat nur noch Philipp die Chance von uns dreien, glaube ich. Aber unsere U21 hatte auch vor 2, 3 Jahren mit der Generation um Gnabry schon einen Titel gewonnen. Und davon, so längst schon her? Ah, okay. Aber von der Truppe spielt nur Gnabry bei der diesjährigen Europameisterschaft mit. Eigentlich überhaupt irgendein Spieler aus Sachsen-Anhalt dabei? Nee, ich glaube nicht. Weder in der Herren noch in der U21? Nee. In der U21 vielleicht, aber bei den Herren war es ja nur... Wer stammte? Naja, Nils Schmelzer Petersen, damals. Nils Petersen aus Wernigerode. Aber und Schmelzer in Magdeburg 2014 dabei gewesen, ne? Genau. Aber aktuell schwierig. Das ist nicht schwierig. Gut, Maxi Arnold wäre halt Lachse. Das wäre halt noch aus unserer Ecke so grob gesagt, aber viele sind gleich. Toni Kroos, Rostocker, aber da sind wir jetzt auch schon wieder relativ weit weg von Sachsen-Anhalt. Ist halt auch die Frage, warum keiner dabei ist. Ja, weil euch keiner gefragt hat. Das will kommt Podcast dazu. Machen. Ja. Wer würde sich denn empfehlen? Oh, wer stammt aus Sachsen-Anhalt? Nils Petersen fällt mir da trotzdem spontan wieder ein.
Der war ja 2017 mit in Rio. Da immerhin Silbermedaillen. Meine Güte, ja. Ja, ist vollkommen richtig. Natürlich 2016 hat er auch den entscheidenden Elfmeter verschossen im Finale gegen Brasilien. Schön, dass du es nochmal sagst. Ja, da freut er sich ja, jetzt. Naja, da, ich denke, der wird das ja auch hören und das nochmal kritisch hinterfragen. Ja. Ansonsten Schmelzer geht das Karriereende zu. Wird Prose gerne dabei? Ja, Christian ist zurzeit nicht so konditionell in Form, aber der würde die Elfmeter reinschweißen. Wenn er sie denn kriegt. Ich wollte gerade sagen, der liegt noch im Strafraum. Wir sitzen hier gerade in Aachen, also im Dings, also der Raum, in dem wir sitzen, heißt in der Fachsprache hier tatsächlich Dings. Gibt es in Aachen einen Spieler, der bei der EM nur Unruhe stiften würde, der da nicht fehlen darf? Also ich sag mal so, da ich Betreuer der Mannschaft bin, Unruhe stiften können die alle. Also gerade unsere jungen Wilden, die haben den Namen verdient. Also so fürs Team und für die Stimmung drumherum werden die auf jeden Fall immer zu haben, denke ich. Da würde Bitburger auch mal was liefern. Ja, wahrscheinlich werden wir nicht mehr zum Spielen kommen, denn. Lass uns mal zu der Gruppeneinteilung kommen. Deutschland ist ja eine Gruppen F. Oh, Baby, mit den harten Brüchen ja schon. Ja, nee, finde ich vernünftig. Ich wollte auch gerade zum Spiel überleiten. Wofür steht F? Gruppe F. Ich dachte, das ist jetzt so wie im Kindergarten, wie Froschgruppe oder und so. Das wird sich noch zeigen, ob wir da eine Assoziation für finden. Ich denke, die Zeitung mit den vier Buchstaben wird schon was finden, wenn's, je nachdem, wie es läuft. Richtig. F steht bei mir immer für Finale. Oh, sehr gerne. Oh. Aber erstmal muss man da den amtierenden Welt- und Europameister aus dem Weg räumen. Es ist nicht Ungarn. Es ist auch nicht Portugal. Sondern Frankreich. Portugal ist amtierender Europameister. Aber stimmt. Was sind denn hier für Experten am Werk? Das ist ja unglaublich. Aber der andere hat es nicht merkt. Das ist ja unglaublich. Geht zur Erlebnisfußball-Kreisklasse, haben sie gesagt. Die haben Ahnung von Fußball, haben sie gesagt. Auch nur im Kreis. Ja. Also einer hat Ahnung, zwei sehen gut aus. Boah, danke. Und Kalli ist da noch nicht mit eingerechnet. Also Weltmeister in Portugal in einem... Weltmeister in Portugal. Weltmeister und Europameister in einer Gruppe ist schon hart. Durchaus. Und Ungarn hat auch eine junge, ambitionierte Mannschaft. Ich denke, da hat Jogi ein hartes Stück Arbeit, um überhaupt noch mal in eine K.O.-Runde zu kommen. Steile These, Portugal wird überschätzt. Ja, das auf jeden Fall. Geht es Frankreich vielleicht auch, wir haben es ja bei unserem Team gemerkt, so nach dem WM-Sieg waren dann alle so selig und haben gesagt, ja, wer soll uns jetzt hier noch, also ich würde sagen, wer soll uns jetzt hier noch schlagen? Wir sind die Beste von der Welt. Und schwupp, schon verliert man 7-1. Aber das ist Fußball. Ich glaube, da reicht schon ein Mentalitätsmonster wie Kanté, der da einfach jeden Zweikampf, glaube ich, trotzdem gewinnt. Und da, ich weiß nicht, ob da das für unsere Offensivabteilung... Ich denke auch, also da ist halt so viel Talent da, die können mit falscher Einstellung gar nicht so viel kaputt machen, um nicht eine gute Rolle zu spielen. Also wie weit es kommt... werden wir dann sehen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall das stärkste Gegner in der Gruppe. Also Frankreich, die sind schon nicht schlecht von der Truppe her. Wenn die sich nicht wieder selber zerschießen, wie zur WM14 war es, glaube ich, oder 18? 2010, damals in Südafrika sind die ja. Da war es ja. Da haben sie sich ja dann intern zerschossen, aber ich glaube, das wird dieses Mal nicht passieren, weil da noch 3-4 Anker dabei sind. Gegen wen machen wir denn als Erste? Frankreich. Tatsächlich genau. Frankreich, ja. Ich glaube, Ungarn auch sogar zuletzt, war. Ja. Es geht von oben nach unten. Ja. Und wenn ich mir so die Tippquoten anschaue, tippen die alle auf den Sieg auf Frankreich. Ah, wobei es hält sich in Grenzen, ja. Wenn man jetzt hier nicht genannten Wettanbieter sagen, es hält sich bei den Siegquoten kaum Unterschiede. Vielleicht ein ausgeglichenes Spiel. Unentschieden. Ich denke auch fast. Frankreich muss reinkommen. Wir finden uns wahrscheinlich ganz gut rein, wenn wir dann doch wieder das machen, was wir immer können. Das Problem ist, Deutschland testet ja zum Zeitpunkt der Aufnahme fast gegen Lettland. Die Letten haben einen positiven Corona-Fall. Vielleicht hat das noch Auswirkungen. Hat nicht auch Portugal? Ja, die sind jetzt in Quarantäne. Genau. Aufgrund eines Spaniers. Also könnte das total weird. Eins. Total weird. Der bestimmt beim Italiener essen war. Es gab Sushi. Also könnte passieren, dass das Spiel gar nicht stattfindet, Portugal gegen Deutschland. DFB geht davon aus, ach so, das meinst du, das ist möglich. Aber wann soll das sein? Am 19. Juni.
Also ich glaube, Deutschland ist nicht so in Gefahr. Das erste Spiel von Portugal ist da gefährdeter. Ich habe irgendwas gelesen heute, dass das Deutschlandspiel wahrscheinlich irgendwie stattfindet. Das ist ja die Frage, wie sie dann das erste Spiel machen wollen. Spielen sie gegen Ungarn. Nachholen wird schwer bei einer EM, ne? Ja, das ist jetzt. Ja, wobei dadurch, dass es ja diesmal hier quer durch Europa geht, kann man das vielleicht noch irgendwie mit einschieben, dass sie dann einfach alles an einem Ort spielen. Spielen in Ungarn. Ja, ist doch sowieso Budapest und München, glaube ich, in der Gruppe. Mhm. Und dann drehst du das halt so, dass die nicht fahren müssen. Das kann man ja, glaube ich, relativ kurzfristig noch. Aber wobei, jetzt sind ja doch Zuschauer, relativ viele auch zugelassen. Aber ich denke, die UEFA wird da relativ kreativ sein. Hilft uns München als Spielort? Dadurch, dass jetzt tatsächlich ja, ich glaube, 14.000 Fans drin sein dürfen in der Allianz Arena, könnte es vielleicht einen kleinen Heimvorteil geben. Und was vielleicht aber auch wieder, wobei es nicht unbedingt nachteilig, aber alle Mannschaften müssen sich ja jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, dass überhaupt Zuschauer in Stadien sind. Das ist ja für Länderspiele noch nicht gewesen. Ja? Die international unterwegs gewesenen Mannschaften, die kennen das jetzt vom Finale her, aber für die Deutschen ist es vor allem ungewohnt. So ein bisschen, huch, was war das denn jetzt für ein Geräusch? Ja, ja. So. Hat jemand geklatscht? Ja. Ich sag mal so, 14.000 Zuschauer können auch Stimmung machen wie 100.000 Zuschauer. Ja, na klar. Das macht schon was aus, wenn du halt gar keiner hattest ewig und dann auf immer 14.000. Ich meine, das geht mir auch schon so, wenn du jetzt die Spiele irgendwie im Fernsehen guckst. Man erschreckt sich. So früher hat man wahrscheinlich gedacht, 14.000, das kriegst du gar nicht mit. Aber nach dem letzten Jahr, da machen wir 14.000 schon gut Krach, ja. Das ist dann schon. Ja, da muss man sich vorstellen, es ist wie so ein Vorbereitungsspiel, Aachen gegen Sennewitz. Da ist da. Stimmt. Da zum Donnerstagabend. Da brennt der Elbe Sportpark. Gibt es da so eine tiefe Freundschaft zwischen beiden Vereinen oder ist das jetzt eher so? Ist so ein Sponsoring-Ding, beziehungsweise unser Ausstatter ist halt gleichzeitig Trainer von Sennewitz und Philipp war letztes Jahr beim Testspiel als Schiedsrichter anwesend, deswegen irgendwie hängen wir alle zusammen. So klein ist die Welt. Aber wenn wir jetzt mal auf die Regeln gucken, es gibt ja auch diese ganz komische Regel, dass so und so viele Gruppen Dritte sogar noch weiterkommen. Aber das sollten wir doch wenigstens schaffen, oder? Ja, kommt halt ein bisschen drauf an, wie die anderen Gruppen so spielen, wa? Wenn man jetzt, Kalli sagt zwar Portugal ist überschätzt, aber gegen Frankreich wird schwer. Rechnen wir mal negativ, vielleicht mit einer Niederlage. Du spielst gegen Portugal unentschieden und schlägst Ungarn. Ja, so, um mal nach den Quoten zu gehen. Müsst ihr ja mal gucken, dass mit 4 Punkten, ob das halt reicht zum besten Dritten. In ausgeglicheneren Gruppen könnten da ja dann Mannschaften auf 5 Punkte kommen. Ich finde zum Beispiel, die Gruppe A ist extrem ausgeglichen. Da muss nicht zwangsläufig sein, dass da eine Mannschaft oder zwei Mannschaften so viel schlechter sind. Die Gruppe B, die sind alle ganz. Na, da sehe ich aber Belgien und Dänemark. 4 Dritte kommen weiter, oder? Ja, genau. Genau. Wir müssten halt 2. 4 von 6. Wir müssten halt 2 finden, die schlechter sind als wir. Nordmazedonien? Nein! Aber da ist halt. Ja gut, da sind Österreich und Ukraine drin, das ist auch so ein Ding. Ja, aber das ich denke, da werden Niederlande und Österreich die ersten 2 Plätze unter sich ausmachen und dann reicht es ja schon, wenn unentschieden Ukraine und Nordmazedonien, wenn wir denn wirklich 4 Punkte holen, vielleicht marschiert Deutschland auch durch den möglichen Heimeffekt in München da einfach mit 9 Punkten durch. 7. Wir holen 7. Wir holen 7? Wir holen 7. Frankreich unentschieden und den Rest. Thema, weil Portugal schon unter Zugzwang ist, weil die auch nur unentschieden gegen Ungarn spielen. So, Kali Butter bei der Fisch, du gibst ja auch gleich Tipps fürs Tippspiel. Wie geht's genau aus? Gegen Frankreich? welches Ergebnis? Es wird ein 1-1. Gegen Portugal? 2-0. Okay, also Philipp Lahm blockt wieder Freistoß von Cristiano Ronaldo. Ja, genau. Und gegen Ungarn? Macht Marcel Schmelzer das 1-0. Okay. Das wird ein schäbiges Ding. Also Ungarn ist immer undankbar. So ein Michael Ballack. Direkter Freistoß aus 40 Metern in Wien. Vielleicht schafft Klinsmann aber auch noch irgendwas. Ja, das stimmt. Vielleicht tritt er in eine Eistonne. Tatsächlich gucke ich gerade bei YouTube die Zusammenschnitte zur Europameisterschaft 96 mit privaten Aufnahmen von Sepp Maier. Jürgen Klinsmann hat sich gerade verletzt. Als Lehrer muss man Fürzeit haben. Aber wenn wir jetzt mal den Statistiker unter uns auspacken. Wir waren 1990 Weltmeister. Korrekt. Und wir haben 1996 den Europameistertitel geholt. Dann sind wir jetzt wieder dran. Danke, dass du es mir vorwegnimmst. Das ist so wie, weißt du, wenn dann immer einer dabei ist und man erzählt einen Witz und irgendeiner plaut die Pointe schon raus, wenn man das so aufbauen will. Ja, aber eigentlich wären wir jetzt dran. Mathematisch gesehen führt kein Weg dran vorbei. Und tatsächlich war es ja 96 auch so, die Mannschaft war
ähnlich favorisiert wie die jetzige. Also eigentlich nicht so. Gar nicht. Also ja. Ich finde auch diese Rolle, die wir in den letzten Malen ja hatten, dass Deutschland als Favorit in ein Turnier geht, die hatten wir extrem selten. Die hatten wir 96 nicht, die hatten wir 2002 nicht, wo wir ja dann ins Finale gekommen sind. Die hatten wir auch 2006 nicht bei der WM im eigenen Land. Witzigerweise erinnere ich mich bloß an die Weltmeisterschaften. Die Europameisterschaften habe ich wahrscheinlich immer dazwischen verpennt. 2008, so. Das war ja auch eine Überraschung, dass Deutschland ins Finale kommt. 10 und 14, gut, da sind wir als Favoriten mit reingegangen. 18 dann natürlich auch, das jähe aus, klar, genau. Der Fluch des Weltmeisters. Und jetzt wieder so, naja, wenn wir die Vorrunde überstehen, können wir Glück haben. Aber da sind wir vielleicht sogar auch bei der 96er-Parallele, weil das nämlich auch die spielstarken Italiener damals in der Vorrunde ausgeschieden. Im letzten Spiel hätte Deutschland ein Unentschieden gereicht. Und es ist, glaube ich, auch beim 0-0 geblieben, weil Andi Köpke das Spiel seines Lebens gemacht hat. Und davor gegen ein spielstarkes junges Team damals aus Russland, die dann letzter geworden sind, ausgeschieden sind. Und das Auftaktspiel kann ich mir jetzt nicht mehr so bewusst dran erinnern. Aber vielleicht eine ähnliche Gruppenkonstellation. Ein haushoher Favorit, eine Mannschaft, die... Hast du das auswendig gelernt oder steht das hier bei dir auf dem iPad? Nee, ich hab tatsächlich sowas. Sowas kann ich mir relativ gut merken. Genau. Und vielleicht kann sich da auch sowas entwickeln. Wir müssen ja nicht so weit gucken. Ich meine, die U21, damit hat auch keiner gerechnet. Wenn du jetzt guckst, wo die Spieler herkamen, von welchen Vereinen, was für eine Rolle die teilweise gespielt haben. Und dann wurde mir erzählt, ja, Frankreich, geiler Kader, so ein Marktwert, Holland total stark, Portugal, boah, der lachen wir uns ja kaputt, da kriegen wir ja richtig Hauer. Und unterm Strich, da macht Spirit viel aus. Ja, und ich glaube, durch Müller, Hummels, die sind ja da erfahren genug, glaube ich, die bringen da auch schon Stimmung rein in die Bude. So, das ist... Ist das vielleicht auch eine Taktik von Jogi Löw, dass er sagt, ich höre danach auf, dass die Jungs vielleicht sagen, ach komm, Abschiedsgeschenk für Jogi. Der hat eigentlich, hat er ja für den deutschen Fußball nicht wenig getan, darf man ja jetzt auch nicht kleinreden. PW. Gute Frage. Oder ist denen das egal? Ich glaube, also wie gesagt, ich gehe extrem viel von Müller und Hummels aus, weil die jetzt halt eine Weile nicht dabei waren. Ich glaube, die wollen halt viel beweisen. Und das sind halt so eine natürlichen Autoritäten, die gefehlt haben, bin ich der Meinung. Ich meine, 2018, da waren die beide nicht so im Formhoch. Da haben die wahrscheinlich beide, waren einfach mal überspielt irgendwo, so mit nach so vielen Jahren auf hohem Niveau. Und denen tat wahrscheinlich die Pause ganz gut. Und die sagen sich jetzt auch, komm, wir zeigen denen das mal. Und ich meine, dass die Jungen alle kicken können. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wenn man die Erfolge der letzten Jahre sieht in einem Jugendbereich. Also das ist, glaube ich... Jogi ist halt da, so, das ist wahrscheinlich so ein Gimmick, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, weswegen die das nochmal allen zeigen wollen. Das ist, glaube ich, einfach nur, weil halt so viel drauf eingeprasselt ist und die sagen sich jetzt, komm, keiner rechnet mit uns, dann machen wir es halt. Würde ich sagen. Die Pause von Hummels und Müller war eigentlich auch nicht freiwillig, oder? Jogi hat ja gesagt. Ja, naja, das kommt ja noch dazu und wahrscheinlich sagen sie sich dann auch, komm, wir zeigen was allen, Donationen, Jogi. Und einen, die gesagt haben, die sind eh zu alt, so gut, dass wir weg waren. So nach dem Motto. Vielleicht lässt Lo Jogi sie auch unten. Ja, das wäre bitter. Das glaube ich nicht. Vielleicht will er es auch nochmal allen zeigen. Ich kann die nominieren und bringen sie trotzdem nicht. Ja. Luxusproblem. Richtig. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob das so einen Einfluss hat, dass der Trainer dann geht. Ich denke, wenn es am Ende nicht reicht, dann reicht es nicht. Und wenn, dann wäre es trotzdem aber wahrscheinlich eine schöne Geschichte, das dann zu sagen, ja, wir wollten es nochmal für Jogi und dann hätten sie eine gute Story, das dann so zu machen. Was haltet ihr von einem Fußball-EM-Reporter-Bullshit-Bingo? Ja. Das sind ja tatsächlich dann wieder die üblichen Verdächtigen. Welche Sätze werden fallen? Oh. Bellaretti wird auf jeden Fall irgendwen verwechseln. Also schreiben wir schon mal auf, Bellaretti verwechselt jemanden. Ja. Also auf jeden Fall wird kommen, irgendeine Mannschaft ist ausgeschieden, Spieler sitzen weinend am Boden und dann, aber die Mannschaft ist noch so jung, denen steht noch jedes Tor offen, wir sehen uns nächstes Jahr und so. Das wird kommen. Und auf jeden Fall alles, was gut ist, besser geredet, als es ist und alles, was schlecht ist, schlechter, als es eigentlich war. Willst du da wieder auf Portugal hinaus? Mann. Und ich denke, was ja, wo wir wieder bei 96 sind, ne? Wenn wir dann zum Halbfinale nach Wembley, ja, glaube ich, gehen die Spiele dann wird es wieder heißen, ja, Football's coming home, zurück ins Mutterland des Fußballs. Das sind so die... Und am Ende sagen wir dann, Fußball ist, wenn 90 Minuten gespielt wird und am Ende werden immer die Deutschen. Ja, richtig.
Welcher Favorit verabschiedet sich in der Vorrunde? Holland. Nee, niemals. Warte kurz, ich will Gruppen angucken. Boah, die anderen Gruppen sind halt so. Die habt ihr noch nicht auswendig gelernt, nein? Na, Philipp, schon seit 2 Jahren. Philipp hat schon die für den nächsten großen Turniere schon auswendig. Philippedia sozusagen hier bei uns. Sozusagen. Philipp, ich wollte tatsächlich Italien sagen. Ja, die haben noch fast gesehen. Oh ja, Schweiz und Türkei und Wales. Also Schweiz und Türkei. Da spielst du schnell 2 Mal unentschieden, man. Ein bisschen noch ein Tuck dran. Definitiv, weiß nicht, wer ist denn der erste Gegner von Italien? Die spielen gleich Freitag gegen Türken in Istanbul, das Eröffnungsspiel. Oh. Ja, okay, da würde ich so mitgehen. 1-0 Türkei. Ja, und wenn du dann erstmal im schlechten Flow bist du in einem schlechten Flow. Und dann spielen die danach gegen Wales vielleicht, weil das ist dann auch immer so ein... Nee, gegen die Schweiz. Und okay. Dann sind wir nämlich wieder bei 96 und dann fliegt die Türkei in der Vorrunde raus. Ich denke Italien. Meine ich doch. Ja, aber der Favorit, der vermeintliche. Wobei ich auch die England-Gruppe, da, wenn man sozusagen sagt, die Kroaten sind vielleicht mitfavorisiert nach einer starken Weltmeisterschaft, wobei die jetzt auch schon wieder ja 3 Jahre her ist. Überschätze ich England? Nee. Mit den vielen Talenten? Nee, das denke ich nicht. Also die, oder werden die an sich höher geschätzt, als sie sind? Es wird auf jeden Fall für die Gruppe reichen, wobei natürlich da dann eben Schottland vielleicht nochmal... Das ist ein Derby. Ja, klar. Derby-Check. Wie weit ist es von London bis Edinburgh? Ja. Und aber nee, da ist die Qualität einfach auch zu groß drin. Das ist auch so wie Frankreich, die haben so ja. viel Qualität, die können eigentlich auch nicht so viel verkehrt machen. Und wenn du dann halt sagst, da haben 11 Spiele falsche Einstellungen und spielen halt beim nächsten Mal 11 andere. Die anderen 11, ja. Richtig. Ja, okay. Hast du mich. Und da kommen auch so viele Champions-League-Sieger mit. Da ist gerade eine richtig breite Brust. Ja. Das ist ja vielleicht... Spanien ist auch so. Spanien hat aber eine die haben zu halt leichte viele, Gruppe. Ja. Also ich sehe nicht an der Slowakei scheitern und auch nicht an Schweden. Ja. Und auch nicht an Polen. Polen hat nur Levi. Ja. Richtig, aber könnte reichen. Denkt an die letzte Deutschlandgruppe zur WM. Das war auch so ein Ja, stimmt. Aber weiß gar nicht, wer war es alles? Philippedia? Gegen Südkorea sind sie ja dann rausgeflogen. In Mexiko haben sie das erste verloren und gegen Schweden haben sie gewonnen. Also Schweden ist immer kein Problem. Ja, stimmt. Hammer, das war Public Viewing in Brosig gegen Schweden, der Sieg. Public Viewing dies ja dann offenbar gar nicht, vermute ich mal, oder? So Corona-bedingt? Na, höchstens vielleicht auch so im Kleinen organisiert, ja. Im Garten. Sozusagen, ja. Aber das ist ja halt die Frage, was ist erlaubt, aber vielleicht so... eine Einladung, Philipp? Ja, immer ran in meinen Garten. Nicht vorhandene Garten. Richtig. Also auf dem Sportplatz in Brosig. Ja, nein, ich dachte hier, ihr habt hier so schöne Terrasse. Fernseher. Wenn wir jetzt einen Beamer hätten, PW. Ja. Draußen war ein schöner großer Fernseher im... Da würde sich das machen. Aber den schmeißen wir nachher in den Kofferraum. Balkon zum Jubeln haben wir auch. Aber Kali jubelt immer ein Reppchen auf dem Rathausbalkon. Ja, das stimmt. Aber den haben sie auch abgebaut. So, also Italien scheitert in der Vorrunde. Wer noch? Na, dann, ich sehe Finnland jetzt nicht als Favoriten. Die werden wahrscheinlich in ihre Gruppe rausfliegen. Nordmazedonien und Ukraine in der Gruppe. Und dann braucht man ja noch einen Dritten, der noch mit rausgeht. Frankreich. Wahrscheinlich. Es sind nicht bloß 6 Gruppen und 2 müssen rausfliegen. Mhm. Ja, aber ein letzter fliegt ja raus. Ach so. Und 2 Dritte. Lass es gleich durchgehen. Gruppe A. Sagen wir jetzt, Italien fliegt raus, ja? Mhm. Ja. Wer wird Erster? Ich denke von der Stimmung her, durch den Heimvorteil, das macht viel aus bei denen. Richtig. So, Gruppe B wird Belgien, glaube ich, ziehen. Doch, Kali. Da brauchst du nicht kritisch gucken. Dänemark? Vor Dänemark, vor Russland und Finnland geht raus. De Bruyne hat es noch im Kopf. Ja, das ist egal. Guck dir die anderen Mannschaften an. Das ist von der Qualität her einfach... Dänemark war schon mal Europameister. Dänemark hat auch schon mal 1-1 gegen Deutschland gespielt vor einer Woche. Das ist jetzt die Frage, spricht das für Dänemark oder gegen Deutschland? Dänemark hatte auch beim ESC mehr Punkte. Oh. Wenn es danach geht, was aber falsch ist, weil Dänemark ist in der Vorrunde rausgeflogen beim ESC. Aber da sind wir ja, Deutschland ist auch immer qualifiziert. Die können ja nicht in der Vorrunde rausfliegen. Das stimmt. Anderes Thema. Gruppe C wird Niederlande vor Österreich und da gehen Nordmazedonien und Ukraine raus. Mhm. Die werden ihr direktes Spiel unentschieden spielen und beide Spiele verlieren. Gruppe England vor Kroatien und Schottland. Ja. Tschechien? Tschechien. Ist da irgendwas dabei? Das ist eine relativ junge Mannschaft, auch von ihren Nachwuchsspielern, aber da, wie 96. Da steht dann die Tür noch offen, wenn sie dann
nach einem Unentschieden gegen Schottland und zwei Niederlagen gegen Kroatien und England ausgeschieden sind. Und Gruppe E wird Spanien vor Polen und da gehen Schweden und Slowakei raus. Und dann würde Deutschland dritter Platz reichen. Mark my words. Wo am Ende Ungarn landet und Portugal rausfliegt. Möglich. Die werden überschätzt, Jungs. Möglich. Das Spannende bei Europameisterschaften finde ich ja jetzt im Gegensatz zu Weltmeisterschaften, wenn man sich mal so die jüngste Historie der letzten 30 Jahre so anguckt, da sind ja doch einige Überraschungen dabei gewesen. Ne? Dänemark, Griechenland, selbst Portugal beim letzten Mal, hat ja auch keiner mitgerechnet. Sitzen wir vielleicht in 4 Wochen hier und sagen, boah, Tschechien hätte ich nie gedacht. Ich weiß nicht, ob wir da über Tschechien sprechen würden. Das Tschechien war jetzt ein Beispiel. Ja, ja, aber vielleicht dann, ich würde fast sagen, es wäre auch überraschend, denke ich mal, für uns alle, wenn wir über einen deutschen Titel sprechen würden. Oder? Vielleicht, glaube, vielleicht nicht in die Kategorie Griechenland-Dänemark, aber vielleicht sogar eher so in die Richtung dann Portugal wie beim letzten Mal. Das Problem ist, wir kennen das ja alle, wenn wir am Ende Europameister werden, können wir wieder sagen, das haben wir immer gewusst. Das haben wir alle gewusst von vornherein, dass wir das Ding ziehen. Eigentlich wussten wir es und wir wollten es nur nicht sagen. Aber das haben die Deutschen ja immer gemeinsam. Ja. Ich erinnere mich auch noch an, wenn wir nochmal auf das Beispiel zurückkommen, wie 2010 über das Lied von Lena gemeckert wurde und was das für ein Rotz sei. Oder wird sie da mit Siegerin beim ESC und da war das das schönste Lied im ganzen Universum. Ja, genau. Also, das können Deutsche gut meckern. Ich werfe mal einen möglichen Geheimfavoriten rein, wo ich mir gerade noch den Kader angucke. Vielleicht sprechen wir über Österreich. Wer spielt denn alles mit? Der halbe Bundesliga. Im Grunde alles, wobei auch zwei Schalker, aber ist ja egal. Aber du hast halt ein bärenstark besetztes Mittelfeld, ne, mit Alaba und Sabitzer. Lazaro ist auch nicht zu unterschätzen. Sava Schlager. Also das, die können auf jeden Fall dicht machen, wenn sie wollen. Und nach vorne geht da auch was. Die Verteidigungen sind, das sind Mentalitätsmonster. Philipp Lienhardt, Martin Hinteregger, Christopher Trimmel. Kennt man alle aus der Bundesliga. Und vorne der Stuttgarter Turm, Sasa Kalajdzic. Und natürlich noch Marko Arnautović. Arnautović, mega. Aber gut, den lag es auch schon eine Weile ab, oder? Du, aber der wäre so ein Typ, 40 Meter Freistoß in Wien. Das Problem ist aber, Österreich, die werden halt immer höher, also die haben eine coole Truppe, glaube ich, aber da wird halt immer so viel mit gerechnet, dass die mal was ziehen, dass die am Ende wieder richtig versagen. Das ist wie die Schweiz, die haben ja auch eigentlich an sich immer einen guten Kader gehabt die letzten Jahre. Shaqiri, Xhaka, die ganzen Konsorten, Alexander Frei, wenn wir ein Stück zurückgehen. Aber ich sag mal so, denn gewinnen die halt gegen Spanien und verlieren dann halt gegen die Ukraine, so übertrieben gesagt, in anderen Turnieren, weißt du? Ja, das ist halt so, die sind da, glaube ich, boah. Aber guter Kader, aber ich glaube, das reicht nicht. Dann muss ich nochmal schnell einen Spielplan gucken. Ah, gut. Die spielen halt gegen Nordmazedonien jetzt zuerst, ne? Ja, das ziehst du. Aber das ist auch so, boah. Und dann hast du halt das Problem, du spielst ja nachher gleich gegen Holland. Da hättest du vielleicht das Spiel gegen die Ukraine gebraucht, um dann so ein Deutschland-Flow 2006 zu kriegen, ja? 2 Siege zum Auftakt und dann bist du erstmal drin. Und so hast du gleich vielleicht möglicherweise den Dämpfer am zweiten Spieltag und musst dann kämpfen am letzten Spieltag. Und dann verlierst du auch mal schnell gegen die Ukraine. Dann hat sich mein Geheimfavorit schon wieder erledigt. Aber ansonsten sehe ich keinen, der als Geheimfavorit in dem Sinne. Ich denke, England und Frankreich sind wahrscheinlich von ihren Kadern her die vermeintlichen Top-Favoriten. Ich sehe England halt nicht als Top-Favorit. Also ich sehe die so, die laufen so, die haben einen coolen Kader, aber ich glaube nicht, dass da viel mit rechnen, dass die weit kommen. So, Elfmeterschießen können die jetzt auch nach den letzten Turnieren. Da hat nicht in Deutschland, nicht in England geschossen, sind jetzt die internationalen Turniere? Ich meine, 2018 haben sie doch auch bei der Weltmeisterschaft. Gegen wen haben sie da gespielt? Viertelfinale haben sie auf jeden Fall Elfmeterschießen gewonnen. Das erste Mal seit 110 Millionen Jahren. Als ich in Deutschland war. Das stimmt, das stimmt. Aber da holt Jens Lehmann wieder seinen Zettel raus. Zettel sind wir groß und kommen, weil der U21 glaube ich auch war. Oder der hat nur irgendwie einen Lernzettel gehabt, wo er immer drauf geguckt hat, um die zu verwirren. Habe ich mir schon so gedacht. Jens Lehmann nachmachen wahrscheinlich. Und Andi Köpke hat auf jeden Fall 1996 im Halbfinale gegen England den Zettel nicht genommen. Von Bertie Vogt. Der hat schon Zettel, ja? Ja. Du konntest die Schrift nicht lesen. Na, ich weiß nicht. Er hat gesagt, er vertraut da mehr seiner Intuition. Also konnte er die Schrift nicht lesen. Und hat sich nicht getraut zu sagen, dass er im Finale nicht gestanden. Ja, wahrscheinlich. Bertie Vogts hat geschmiert. Tja, jetzt wissen wir auch schon, wer danach kommt. Hansi Flick. Gucken wir mal zur nächsten
EM. Ob wir zur WM fahren, wissen wir ja noch nicht. gucken wir mal zur nächsten EM. Kann er was reißen? Gibt es eine Chance? Na, Hansi Flick ist ein guter Trainer. Hat er ja beim FC Bayern München gut bewiesen. War Assistenztrainer bei Jogi Löw. Also er hat von Jogi Löw gelernt. Ja, ich würde sagen, ja. Man könnte ja auch mal die These in den Raum werfen. Er hat Jogi zum Weltmeister gemacht. Wenn man so jetzt die Zeit nach Hansi Flick angucken und Hansi Flick ohne Jogi Löw. Ich finde das immer schwierig, dann immer zu sagen, das haben sie ja bei Queensy damals zum Sommermärchen gesagt, eigentlich war es Jogi, der das gemacht hat. Ich kann es ja nicht immer auf den Co-Trainer schieben, nur weil der Cheftrainer gerade mal ein schlechtes Turnier hatte. Also da sagt ihr jetzt nicht Jogi, du, ich gehe da in die Kabine und motiviere die Jungs. Und du machst mal den ganzen anderen Quatsch. So, also das ist, glaube ich, so, die Zusammenarbeit macht es, glaube ich. Also wenn du gute Assistenten hast, das macht viel aus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur an Hansi lag, dass wir Weltmeister geworden sind. Aber nichts gegen Oliver Sorg und wie heißt der Stuttgarter Schneider? Die waren als Vereinstrainer halt auch nicht erfolgreich als Co-Trainer. Stefan Kunz hat Stefan auch Kunz nie was gerissen als Trainer vorher, bis er zur U21 kam. Wo hat er denn vorher trainiert? War der bei Lautern? Kaiserslautern unter anderem. Und aber Lautern war auch der Sportdirektor. Der war aber auch mal Trainer. Okay, gut. Also das ist so, ja, aber ja, es ist halt, die sind so unscheinbar. Bei Hansi Flick, dem haftet halt auch lange an, das ist halt der ewige Co-Trainer. So. Das hat er jetzt bei Bayern eindrucksvoll bewiesen, dass er das nicht ist. Aber auch da heißt es im Nachhinein immer, es ist schade, dass Hermann Gerland gegangen ist, weil eigentlich war ja der das Brain dahinter. So, wo dann immer, so irgendwie habe ich das Gefühl, das wird immer auf die Co-Trainer dann so abgewimmelt, wenn es einmal nicht läuft. Wenn es läuft, dann war es immer der Co-Trainer, komischerweise, so in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Und wenn es nicht läuft, na, dann kann es ja nur am Cheftrainer, der hat überhaupt keinen Plan, der Typ. So. Das finde ich halt schwierig. Das ist halt so, die arbeiten halt zusammen, das ist ja nicht so, das bin ich der Meinung. War ja eure erste Wahl? Oder hättet ihr lieber jemand anders gesehen? Jürgen Klopp. Zum Beispiel, also war ja auch Tuchel zu dem Zeitpunkt frei gewesen. Aber ist die Frage, ob Tuchel schon breit gewesen wäre. Wir haben da auch mal drüber gesprochen. Also Jürgen Klopp auf alle Fälle, oder? Wen hatte ich denn da auf dem Schirm? Ich habe gesagt, Hansi ist die naheliegendste Wahl, aber nicht der, den ich gerne sehen würde. Wen hatte ich denn da? Mensch, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen hatten. Wir hatten das Thema irgendwie. Ich glaube auch, für einen FC Bayern wäre es vielleicht besser gewesen, die andere Personalie zu ändern. Das hatten wir hier auf der Laufbahn tatsächlich, wie wir es um ihn gemacht hätten. Aber ich kann mich auch nicht mehr. Ach, jetzt weiß ich, warum ich Hansi nicht, das mit Hansi Flick nicht gut fand, weil Nagelsmann nach München gegangen ist. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, das wäre cooler gewesen, wenn Flick in München geblieben wäre. Deswegen. Aber wäre vielleicht Nagelsmann dann zum DFB? Nee, der hat da noch 30 Jahre Zeit für. Ja, also das ist so, der kann erstmal international ein bisschen was reißen. Ich glaube, dann bist du halt auch verbrannt, glaube ich, als Nationaltrainer. Kannst ja nicht 20. Gut, Jogi war jetzt 18 Jahre. Aber der war halt auch schon 40, als er Cheftrainer wurde, so Anfang 40. Und ich sag mal, Nagelsmann, der ist ja mal Anfang 30. So. Ja. Kriegen sie zurück? Um Gottes Willen. Sollen wir alles kaputt machen wollen? So. Lothar Matthäus war im Gespräch. Ja, stimmt. Das Thema hatten wir auch. Ja, tatsächlich, der kommt immer dolle schlecht weg. Und ich finde auch, er hat auch kein gutes Auftreten vor der Kamera. Aber fachlich scheint er ja schon was drauf zu haben. Der kann sich halt nicht verkaufen. Genau. So, das ist halt, der spricht halt so, wie ihm das Schnauze damals gewachsen ist. Und der sagt halt das, was er denkt. Aber es wäre, glaube ich, einer, der würde zu oft anecken. Das würde halt zu oft zu Konflikten führen, glaube ich. Da muss man ein bisschen moderater sein als er. Der ist ja da relativ straight auch. Ja, und ich glaube auch ein bisschen, naja, so ein Gefühl für seine Umwelt und auch für Kamera als Bundestrainer. Ja, wo war er denn schon mal Trainer? Ungarn sehe ich gerade in Bulgarien. Brasilien war er mal. Ja, so als irgendwo, also Vereinstrainer war er mal Belgrad. Ja, das ist ja schon 10 Jahre her. Aber Co-Trainer bei Trabatoni, glaube ich, in Salzburg unter anderem. Also, ne, aber naja, seine Osteuropa-Zeit war das ja auch, wo er Fülle geheiratet hat und für Geld brauchte wahrscheinlich. Und das alles. Ja, das hat ihn wahrscheinlich so ein bisschen verbrannt. Der wird fußballerisch, hat er wahrscheinlich viel Ahnung, aber er kriegt es halt nicht für alle verständlich verkauft, ohne dass sich wer über ihn lustig machen könnte. Bräuchte wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich so ein Co-Trainer, so ein typischer, weißt du, der so ein bisschen Flüsterer macht für jemanden, der sich halt besser moderater verkaufen kann. Jetzt nicht mal besser, aber der wahrscheinlich auch in der Mannschaftsführung ein bisschen sensibler ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass der wahrscheinlich auch relativ straight ist und auch mal einem Spieler was an den Kopf knallt, wo man sagt, boah, hättest du es mal ein bisschen anders vermittelt vielleicht.
Wenn du da wahrscheinlich ein gutes Gespann hättest, das wäre halt. Oder man macht eine Fernsehsendung draus. The Masked Trainer. Ja. Das so die ganzen Trainer im Kostüm. Und erst wenn sie ausgeschieden sind, werden sie demaskiert. Und dann, ach, guck hier, es war Matthäus. Ein Lotto Matthäus würde man erkennen, glaube ich. Ich glaube auch. Ein Lotto Matthäus. Erstmal an seinen auffälligen Schuhen, die er wahrscheinlich trotzdem nicht ablegen könnte. Und dann hat er ja auch eine sehr... Also die Dino-Füße wären cool. Ja, das stimmt. Hatte ja, glaube ich, einer beim letzten Mal. Ne? Ja. Ja gut, die Sprache wird ja verzerrt. Ja, stimmt. Du ja, hörst aber der Dialekt, ja. Der kann sich, glaube ich, nicht so vorstellen, dass man diesen Und diesen abgehackten Fluss... Ja. Ich weiß ja nicht, ob Lothar Matthäus irgendwie einen Song so durchsingen könnte oder aber, dass er auch so singt, wie er spricht. Ja, er muss ja dann auch nur als Trainer die Anweisung ja, rufen. Also er muss ja nicht singen. Und dann stelle ich mir so mal mit vor... Du bist Lothar Matthäus. Ich erkenne dich. Aber es würde doch so diesen Unterhaltungsfaktor der EM, wenn dort am Rand völlig wütend so ein Erdmännchen, was so grinst, so, weil das ist ja immer in diesem Kostüm auch das. Du kannst ja da drinnen stinkewütend sein, nach außen grinst du ja immer. Ne? Und wenn da so ein fuchsteufelswildes Erdmännchen um den Elfmeter feilscht, also ich würde mir das... Ich habe vor 2 Jahren mal gesagt, ich will am letzten Spieltag mal in so einem Dino-Kostüm am Spielfeldrand stehen. Das Problem ist, die letzten Spielsaisons wurden abgebrochen. Also... Das steht immer noch im Raum. Ich würde es mal machen. Vielleicht wäre das ja so ein Alternativvorschlag für die nächste Weltmeisterschaft, die alle boykottieren wollen. Dann machen sie einfach so einen so ein Spieler mit so einem Bubble-Dingsbums und die Trainer einfach als Dinos. Heute dann die Dinos gegen die Entchen. Richtig. Und die Schiedsrichter kriegen ein Giraffenkostüm. Ja, brauchst du keinen Schiedsrichter. Die haben ja alle so eine Kugel-Dings. Da kommst du an keinen ran. Schiedsrichter auch ein interessantes Thema, weil, und zumindest eure Hörer wissen das, meine definitiv nicht, bis jetzt noch nicht, aber jetzt kommt der große Moment. Ihr seid ja alle drei Schiris. Wissen die Leute wirklich, wo euer Auto steht? Ja, in den meisten Fällen gibt es immer einen Schiedsrichterparkplatz, wo man nicht parken sollte, was wir auch nie machen. Wenn wir jetzt mal so auf die EM gucken, ist das hart für Schiedsrichter oder ist das halt wirklich schon so Erlebnisurlaub? Naja, es ist schon, ich sag mal, Leistungssport. Die müssen da schon Leistung abrufen von der ersten Minute an. Starke Vorbereitung. Und wie viele Millionen gucken zu? Mhm. Viele. Mhm. Ausreichend. Ja, ein kleiner Fehler und das war's. Ich glaube, das ist halt wirklich, du kannst ja wirklich mit einer schlechten Leistung, kannst du halt dir das komplette Turnier zerschießen. So als Spieler sagst du halt, okay, du kriegst mal eine Denkpause, du wirst ausgewechselt oder... Gehst halt mal komplett raus aus dem Turnier oder kriegst mal eine Spielpause und hast dann noch die Möglichkeit, dadurch, dass die Schiedsrichter, glaube ich, nach jedem Spiel bewertet werden, also wenn du da eh mal einen Bock drin hast, dann bist du relativ schnell draußen. Also ich finde, der Druck auf die Einzelpersonen oder auf dieses Kollektiv ist höher als auf so eine Mannschaft, ich fast der Meinung. Das hat man ja auch 2018 gesehen, wo ja alle gedacht haben, gut, Deutschland fliegt raus, das wäre Brüchs Chance auf Halbfinale, Endspiel und hatte ein Spiel, was nicht so gut lief und schwupps, konnte auch nach Hause fahren. Ja. Na gut, aber dieses Jahr kann er sich ja nochmal neu beweisen. Na, ist er dieses Jahr wieder dabei. Und es wird wahrscheinlich auch seine letzte Europameisterschaft aufgrund des Alters. Ja. Allerdings, nochmal, um auf die Belastung zu kommen, die haben ja ihre Basis jetzt während der Europameisterschaft alle in Istanbul. Das heißt, die fliegen oder machen ihre Vorbereitung in der Türkei und fliegen dann zu jedem Spiel, also auch quer durch Europa. Und ich glaube, das ist im Vergleich zu anderen Turnieren nochmal eine ganz andere Herausforderung. Vor allem zu Europameisterschaften. Weltmeisterschaften, wenn ich sage, Russland, Brasilien, das sind wahrscheinlich auch weite Strecken von ihrem Zentrum aus. Aber ist, glaube ich, ungewohnt für eine Europameisterschaft. Aber das haben sie doch auch bloß wegen des Gesangs gemacht, oder? Heute fliegt der Schiri bis nach Istanbul. Aber jetzt so als Außer, ihr werdet bestimmt gleich Gegenstände nach mir werfen, aber was hat denn der Schiri noch zu tun? Das ist doch alles mit Video und Torlinientechnik und da noch 12 Mann, die auch mitgucken. Das Problem ist, je öfter der Videoschiri sich meldet, umso eher weißt du auf dem Platz, dass es nicht so läuft, wie es sein sollte. Also ich glaube, Anspruch jedes Schiedsrichters ist es, ich brauche den gar nicht. Was halt aufgrund der aktuellen Schnelligkeit und der Dynamik des Spiels halt immer schwieriger wurde. Also ich glaube, vor 20 Jahren, da sind die im Schnitt 2-3 Kilometer weniger gelaufen wahrscheinlich und haben aber auch halt, das ganze Spiel war halt langsamer. Du kannst gewisse Sachen einfach nicht mehr wahrnehmen. Also ich glaube schon,
Die meisten Schiris, die sagen sich, ich brauche das, ich will das gar nicht in Anspruch nehmen. Es ist halt einfach eine Unterstützung. Ich glaube, Manuel Gräfe war immer so ein gutes Beispiel. Der hat ja auch 90% der Sachen versucht, ohne zu lösen. Und selbst wenn es eine Entscheidung war, hat er immer erstmal versucht, seine Entscheidung zu verkaufen, beziehungsweise das halt so wahrzunehmen, dass es halt passt. Und ich glaube, die wollen so wenig wie möglich mit dem Videoassistenten zusammenarbeiten müssen, weil dann hast du erstmal immer einen grundsätzlichen Fehler gemacht, wenn der sich meldet. Glaube ich. Oder einen potenziellen Fehler also, gemacht. Einen Fehler würde ich nicht potenziellen, sagen. Potenziellen. Nicht die richtige Entscheidung getroffen. Ja, also genau. Die Aufgabe des Schiedsrichters ist ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Das versucht halt jeder Schiedsrichter. Ne? Und jetzt gibt es halt die Technik. Und ja, man hofft halt, dass die nicht zum Einsatz kommt. Ne? Aber war es nicht auch das immer so ein bisschen der Reiz des Spiels, dass eine vermeintlich falsche Entscheidung des Schiris oder dass man das eben gar nicht mehr so wirklich beweisen konnte etc. Und dann hat man danach nochmal drüber diskutiert und so weiter. Geht dem Fußball da nicht auch so ein bisschen das Herz verloren? Also ich muss sagen, jetzt das Jahr dritte Liga für Dynamo, was ich dich sehr aktiv verfolge, es hat mich gefreut, wenn im Kicker dann stand, Tor für Dynamo, weil du wusstest, es bleibt bestehen. Letztes Jahr aber noch, na, warte mal noch 2 Minuten, könnte ja noch wer drauf gucken. Also so diese Spontanität, diese Freude, das geht vielleicht so ein bisschen tatsächlich verloren. Jetzt sorry für alle Nicht-Fußball-Freaks, wo war jetzt der Unterschied? Vor 2 Jahren war mit... Genau, jetzt, okay. Dresden ist letztes Jahr abgestiegen aus der 2. Liga in die 3. Liga. Die beiden Profi, die sind alles 30 Profiligen, aber die von der DFL finanzierten 1. und 2. Ligen, die haben einen Videoassistenten, die in der 2. Liga zwar weniger Kameras haben als in der 1. Liga, aber für Abseits ist in den meisten Fällen reicht. Oder halt Foulspielbeurteilung. Und in der 3. Liga gibt es den halt nicht. Und wenn dann halt in der 3. Liga die Push-Nachricht kommt, Tor in oder Tor für, dann bleibt es bestehen. Vielleicht manchmal ärgerlich, wenn es für einen Gegner ist und durchaus Zweifel bestehen. Aber es ist ja Dynamo diese Saison nicht so oft passiert. Gleicht sich das so übers Jahr vielleicht auch aus? Da gibt es ja immer so die Geschichte, na gut, heute haben sie mal in Anführungsstrichen gegen dich gepfiffen. Dafür werden sie in einem anderen Spiel dir was gut schreiben, was du vielleicht... Na gut schreiben ist jetzt alles falsche Wort, das ist ja so Vorsatz. Aber da geht es halt dann mal so, dass du den Vorteil hast. Also ich denke, das wahrscheinlich gleicht es ja schon aus. Es gab ja vor dem Videoassistenten und jetzt aktuell auch noch irgendwie die wahre Tabelle, die sowas dann eben versucht haben aufzuschlüsseln. Und ich glaube, was mal so das Schlechteste an Benachteiligung war, war mal Wolfsburg, die mal 7 Punkte weniger hatten, als vermeintlich wahre Tabelle dann ausgerechnet hat. Wobei da ja dann auch wieder die subjektive Entscheidung ist, war die Entscheidung wirklich so falsch, dass man sagt, die hat Einfluss hier auf die Punkte oder wie hätte sich das Spiel dann entwickelt. Also ich denke, was Kalia vorhin gesagt hat, hinsichtlich der Dynamik und so ist es schon angebracht, das Tool zu nutzen, aber vielleicht eben so wenig wie möglich. Und ich denke, das ist auch der Anspruch von jedem Schiedsrichter, das möglichst ohne hinzukriegen. Diesmal nicht auch eine Frau dabei als Schiri? Irgendwas hatte ich doch da mal. Oder ja, als Viertassistent, die Französin ne? Die auch schon einen Supercup gepfiffen hat. Der Herrn. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Französisch halt der Name. Eine kleine Dunkelhaarige. Das ist noch. Ach, die. Naja, die hat schon öfter mal jetzt irgendein Männerspiel gepfiffen und. Wer googelt uns? Ich versuche gerade herauszufinden, ja. Eure Erfahrung, weibliche Schiedsrichter, gibt es da irgendwie Benachteiligungen? Werden sie unterschätzt, werden sie überschätzt? Vielleicht eher unterschätzt, ja. Ich fand, dass Bibiana Steinhaus durchaus in der Bundesliga in ihren Mann gestanden hat. Aber nee, das, auch wenn ich sag mal, sobald die körperlichen Voraussetzungen und die Fitness und die Kondition stimmt, dann kommen die Entscheidungen, finde ich, wenn da so ein Grundverständnis ist, auch für alleine richtig. Sobald du körperlich in der Lage bist, dem Spielgeschehen so zu folgen, dass es da keine Abstriche gibt, sollte das jeder pfeifen können, egal welches Geschlecht oder wie auch immer. Dafür gibt es ja die Leistungstests, ja. Das ist ja von den unteren Ligen bis ganz nach oben. Hat ja, glaube ich, jede Liga irgendwie gewisse Leistungsmaßstäbe, die geleistet werden müssen. Und das ist ja sowohl Fitness als auch Regelfestigkeit. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwie Unterschiede gibt. Also die Möglichkeit gibt es, klar. Wie Philipp schon sagte, sehr unterschätzt, glaube ich, dass die eine oder andere Frau wahrscheinlich mehr Potenzial hätte. Wenn sie dann wahrscheinlich auch, da kommt es halt auch auf Förderung an, so ein bisschen, glaube ich. Sowohl bei den Männern, ich meine, da kommst du relativ schnell relativ hoch, wenn du ein gewisses Talent hast. Und das mit den Frauen kam ja, glaube ich, durch Bibiana Steiner jetzt erst richtig auf. So, ich meine, jetzt haben auch die eine oder andere in der Regionalliga, glaube ich, schon, was Frauen angeht. Das wird jetzt halt nach und nach mehr, also das
wird in den nächsten 10, 15 Jahren, glaube ich, ein bisschen mehr werden. Genau, dritte Liga pfeift ja, glaube ich, auch die Hussein. Pfeift, glaube ich, dritte Liga, die jetzt. Katschner Falski als Assistentin, glaube ich, mit schon. Wo? Genau. Und die Französin würde Stéphanie Frappard heißen. Natürlich. Die zusammen, die ist, glaube ich, nur als vierte Offizielle. Die pfeift keine Spiele selber, aber ist als vierte Offizielle mit im Einsatz. Und ich denke, aus deutscher Sicht erfreulich, wobei nicht nur Deutschland zwei Schiedsrichter stellt. Einige Nationen, ich glaube insgesamt vier Nationen stellen zwei Schiedsrichter, aber für Deutschland Felix Brüch, ich denke, fast erwartet. Und da eine kleine Überraschung, wahrscheinlich Daniel Siebert, der die deutschen Farben in Schwarz vertritt. Mit vertritt. Und Jensen, schwungvollen Videoschiedsrichter haben wir auch, glaube ich, vier, glaube ich. So viele. Dankert, Dingert und noch zwei, habe ich gelesen. Okay. Die gehören dann zum Team Deutschland, würde ich sagen. Ja, sicherlich. Zeit. Die werden auch mal woanders unterstützen wahrscheinlich. Vielleicht bei den Ösis oder so. Warum stehen eure Namen dann nicht? Keine Zeit. Ja, wir sind so gut. Patrick, warum steht dein Name da nicht? Warum steht dein Name da nicht, Patrick? Was soll ich sagen? Ja, ich glaube... Ist halt relativ schwierig. Du musst halt relativ früh anfangen. Ich glaube, dafür waren wir fast zu spät. Also, ich war, glaube ich, noch am jüngsten, als ich angefangen habe. Aber bei mir war das halt so nebenbei. So, ich war halt nebenbei noch Trainer und habe dann auch irgendwelche anderen Sachen gemacht. Das ist halt in vielen kleinen Vereinen so, dass du halt nicht nur Schiedsrichter bist, sondern halt auch drei andere Sachen noch in Vereinen übernimmst. Das ist, glaube ich, bei uns allen so. Und da kann man sich halt nicht auf die ganz große Schiedsrichterkarriere konzentrieren. Da muss man, glaube ich, schon mit 18 dann Richtung Verbandsliga gehen. A-Jugend-Bundesliga wahrscheinlich zumindest Assistent sein. Und da geht halt eine ganze Menge Zeit auf flöten. Also das ist ja dann wirklich schon, geht so in Richtung Profi naja, nicht, aber vom Zeitaufwand auf jeden Fall. Ich meine, das Wochenende ist gelaufen. Also da kannst du nicht mal sagen, du fährst mal übers Wochenende weg oder du gehst mal irgendwie abends feiern mit den Kumpels oder so. Das ist schon professioneller, als man sich das, glaube ich, vorstellt, auch als Schiedsrichter. Das ist, glaube ich, eine 4-Tage-Trainingswoche, ne? So, wenn man so die ganzen Dokumentationen, Eidekin, das Dinger, kann ich mir schwer vorstellen. Ittrich? Was? Nicht da unseren A-Jugend-Bundesliga-Assistenten sehe. Unseren ehemaligen. Deswegen war auch ein Assistent. Ich wollte gerade sagen, Daumen ehemalig. Richtig. So, der war. Ich will es gar nicht wissen. Nee, Insider. Machen wir danach. Sollte uns erhören, denn. Weiß also Bescheid. Ja, gibt es dann morgen wahrscheinlich wütende Nachrichten. Ja. Vom Rasen, ja. Nee, das unterschätzen halt auch viele. Viele sagen halt immer, Schiedsrichter müssen im Mittelkreis stehen, einfach mal von links nach rechts laufen. Nee, Schiedsrichter müssen genauso fit sein. Die spulen auch so 10, 11, 12 Kilometer. Da kann man ja so Albert Lehmann jetzt mal als Beispiel nehmen aus Kochstedt. Der wurde jetzt B-Jugend-Bundesliga. Ich glaube, das ist so, wenn man so auf den Amateurfußball schaut, der einzige im ganzen Kreis oder im Raum Dessau, den ich jetzt während der Corona-Zeit habe laufen sehen. Also den habe ich gefühlt jeden zweiten Tag durch Dessau joggen sehen. Das gehört halt auch alles dazu. Das muss halt alles irgendwie klar mit dem Jobvereinbar sein. Du brauchst auch einen Arbeitgeber, der das mitmacht. Weil ich sag mal, Freitag bis 17 Uhr arbeiten, dann kannst du dir, glaube ich, B-Jugend-Bundesliga auch fast sparen. Wenn du dann mal nach München musst, spontan oder so. Oder halt, da spielen halt viele Faktoren eine Rolle. Du reist ja schon einen Tag eher an. Ja, deswegen. Also du musst ja, geht's los. Du musst ja, genau, Donnerstagabend oder Freitagabend spätestens, wenn Samstag das Spiel ist wahrscheinlich, kannst du ja nicht bis 19 Uhr arbeiten oder in der Nachtschicht noch machen bis Samstag früh oder so. Das sind ja alles so Sachen, die da reinspielen, ja. Ja. Aber hast du vielleicht so ein Du-SPW? Ja, fass mal zusammen. Du brauchst einen Wille, Zeit und Fitness. Ja. Und möglichst früh anfangen. Und dann brauchst du aber auch eine Zeit hinten raus, weil selbst wenn wir so früh angefangen hätten, wie man das analysiert hätten, wir wären wahrscheinlich noch nicht für die EM berücksichtigt. Auch Patrick in seinem zarten Alter. Da bist du noch ein bisschen zu jung. Wahrscheinlich die Nachbereitung nach dem Spiel auch und das spielt da bei uns eine Rolle. Das kann durchaus sein. Wobei die Verpflegung in den Bundesliga-Stadien auch sehr gut aussieht. Na, nicht nur. Aber vielleicht gesünder auf jeden Fall als unsere Nachbereitung. Nein, nicht nur. Also Nachbereitung ist dann in flüssiger Form oder bei McDonald's? Oder? Naja, nach dem Spiel. Würde ich unterschreiben, sowohl als auch. Wir werten halt das Spiel noch nach dem Spiel aus. Intensiv. Genau. Bundesliga-Schiedsrichter haben halt das Glück, die haben halt immer einen Beobachter da, der ihnen gleich sagt, was verkehrt lief. Das müssen wir halt auf anderem Wege machen. Richtig. Und dann sitzt man halt bei der Goldenen Möwe. Und macht einen Podcast auf immer zusammen. Ja, ein schönes Thema jetzt für eure Hörer vielleicht uninteressant.
Aber ihr macht Erlebnisurlaub Kreisklasse. Was gibt es da zu hören? Wie lange macht ihr das schon und warum? Naja, die Idee, das warum macht Kalli gleich, das hat er bestimmt schon achtmal gemacht. Die Idee dahinter steckt eigentlich, dass wir, das war ja noch vor Corona, dass wir einfach unsere Erlebnisse als Schiedsrichter wiedergeben und halt, was so im Kreis passiert ist, die Ergebnisse, wer hat wo gewonnen, wo waren Ausfälle, wo gab es eine rote Karte, und das haben wir halt ein bisschen ironisch kommentiert. Das war die Idee dahinter. Und jetzt Kalli, warum? Genau. Ja, warum? Wie gesagt, wir saßen halt wirklich, sonntags war immer so unsere Zeit, glaube ich, sonntags nach dem letzten Spiel. Du bist ja als Schiedsrichter im Kreis nicht nur einmal am Wochenende unterwegs, sondern wahrscheinlich dreimal. Und Sonntagabend war dann immer so die Zeit, wo wir dann alle durch waren mit unseren Spielen. Und man erlebt auf jedem Spielfeld, glaube ich, irgendwelche Sachen, worüber man einfach mal reden muss, beziehungsweise auch manchmal lustig ist, wo man einfach mal drüber quatschen muss. Und das haben wir halt jeden Sonntag gemacht, bei der Goldenen Möwe oder in anderen Etablissements. Also, was Essen angeht und so. Schön, dass du es nochmal sagst, nicht, dass ich... Naja, man weiß ja nicht. Patrick hat schon so rübergeschielt, ja. Nee, und dann haben wir irgendwie, das war das so eine Tradition bei uns, und irgendwann haben Philipp und PW gesagt, wir erzählen ja so viel Quatsch, das müssen wir eigentlich aufnehmen, das müssen wir eigentlich für die Nachwelt aufbereiten. Und wie gesagt, dann war es mal ein Samstagabend um 10, und auf einmal kriegte ich einen Anruf, komm mal nach Aachen, wir haben hier ein Mikro, lass mal was aufnehmen. Und so ist die Idee geboren. Und das ist auch, weil gerade der Kreisfußball, da ist so, sind so viele Sachen, die erzählenswert sind, die aber einfach so gar nicht rüberkommen. Klar gibt es gewisse Portale wie FUPA zum Beispiel, um das jetzt mal zu erwähnen. Aber es gibt ja so viel Erwähnenswertes auch über den Kreisfußball, der sonst einfach untergehen würde. Und wo halt Interesse da war. Und wir haben gesagt, wir probieren das mal, gucken mal, wie die Resonanz ist. Und so über den ganzen Kreis und auch inzwischen fast ganz Sachsen-Anhalt haben wir, glaube ich, schon mal Feedback bekommen. Also überraschenderweise, und es macht halt auch mega Laune, glaube ich. Natürlich, 3 Wochen nachdem wir angefangen haben, kam Corona. Ja, dann kamen diverse Lockdowns. Und ja. Aber die Zeit haben wir gut überbrückt. Das denke ich. Hm. Genau. McDonald's hatte ja offen. Ah, aber wir konnten uns die Nummer nicht reinsetzen. Ja. Das war das Problem. Also, wo gibt es euch zu hören? Also überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Genau. Also rund um die Welt. Ja, richtig. Machen wir noch eine kleine Abschlussrunde? Sehr gern. Wer wird Europameister und wann fliegt Deutschland raus? Ich lehne mich mal ganz weit aus Fenster. Deutschland wird Europameister. Und wann fliegen sie raus? Clever, zweite Frage im Schiff. Ja, ja. PS, willst du noch mal Statistiken wälzen von 96 oder willst du gleich? Ich sage, shoot. Na, ich sage, England wird Europameister und Deutschland scheitert im Viertelfinale. Gegen? Nordmazedonien. Also, da kommt es natürlich dann auf die diversen Konstellationen an. Na, gegen gut. England im Elfmeterschießen. An dieser Stelle, mark my words. Jetzt hast du mir ein bisschen mein Tipp geklaut. Ich bin tatsächlich, ja, du kannst ja den, kann ja den, ich bin tatsächlich auch ein England-Sympathisant. Also ja, meinst du England, die sind so gut, ja? Hm? Naja, aber grundsätzlich hast du ja recht, aber ich glaube halt nicht an Frankreich nach wie vor. Ich glaube auch Deutschland, da wird es nicht ganz reichen. So. Das wird vielleicht so ein Halbfinale aus oder so ein Viertelfinale. Die WM geht gleich los. Die WM? Die EM. Sorry. Ja, können noch bis Olympia machen. Ja, komm. Solange wie er überlegt, geht dann auch die WM los. Auch wenn ich es nicht glaube, ich tippe mal auf Belgien. Oh. Und wann fliegt der schon raus? Viertelfinale. Okay. Würde ich sagen. Seid euch ja einig. Nee. Gegen? Gegen hat im Elfmeterschießen. Also ich bin da auch patriotisch, ich sage auch. Also egal, auch wir haben, auch bei uns gibt es ja dieses Jahr wieder das berühmte Büro-Tippspiel. Und da habe ich auch schon gesagt, also ich weiß nicht, ich kann da immer nichts anderes ankreuzen als Deutschland. Das geht bei mir nicht. Das jetzt gucke ich doch nochmal nach. Ich mache auch nochmal Tippspiel. Guck gerade mal, was ich da getippt habe. Als, ich bin nämlich fast der Meinung, ich habe England getippt, aber
Ich habe Frankreich, was war denn da? Ich glaube nicht an Frankreich, aber dann gehe ich doch auf die Nummer sicher. Nee. Also, schämst du dich? Ich habe denselben Anbieter wie wir, sehe ich hier gerade. Kicktipp. Ja, toll, jetzt hast du es. Toll, Philipp. Es gibt natürlich auch total andere tolle Anbieter. Ja, das stimmt. Ja. Fällt jetzt keiner ein, aber. Mehr spontan nicht. Ganz früher haben wir das mit Excel-Tabellen gemacht. Also, ich hab tatsächlich einige durchprobiert, weil ich dann auch immer der Admin von solchen Dingen sein darf. Deshalb habe ich auch das eine Mal gewonnen. Und nachträglich eintragen. Nein, da waren die mir alle böse. Ich habe ja nun wirklich überhaupt keine Ahnung vom Fußball gehabt. Das ist aber schon 15 Jahre her oder so. Und dann habe ich immer geguckt, ne, so. Wie, also statistisch Auswertung, Ergebnisse, Fußballspiele. Und ich habe gefunden, die meisten Fußballspiele gehen 2-1 aus. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe alle Spiele konsequent 2-1 getippt und habe damit durchgezogen. Die Regel gab es dann aber beim nächsten Mal, dass man nicht mehr alle Spiele 2-1 tippt. Das ist, glaube ich, auch die Regelung bei dem Anbieter. Kann man anklicken. Man kann das anklicken, dass nur eine bestimmte Prozentzahl an 2-1 sozusagen gilt, weil das eben das Wahrscheinlichste ist. Und so hat auch mal der Schottewitzer Torhüter seine 10er Bundesliga-Dings gemacht. Der hat guckt bei Tipico vorher, wie waren die Quoten, und für einen Favoriten 2-1 getippt. Jedes Spiel. Du bist der Admin von unserem Tippspiel immer. Ich. Also machst du das wahrscheinlich. Ja, ich könnte das auch. Habt ihr auch so lustige Zusatzfragen wie, ob Jogi Löw wieder gewisse Körperexkremente isst oder sowas? Kann man das auch einstellen? Du kannst tatsächlich. Ich musste erst suchen, weil bei uns, wir nehmen tatsächlich immer die Frage dazu, wer wird Letzter in der Gruppe, und du kannst Fragen hinzufügen. Okay. Ich sag dir aber nicht wie. Ich bin gespannt. Philipp hat Zeit. Der kann ja auch 96, wenn er mit 96 durch ist und vielleicht nicht auf 2000 geht, dann kann man vielleicht dann. Ja, ich glaube, es war mehr, weil eben Sepp Maier damals so ein paar Aufnahmen gemacht hat. Thomas Helmer im Whirlpool. Ja, so keine Football-Saison, wo er sich ein bisschen. Das sind so Bilder, Schuh. Ach Gott. Bei gibt's ja YouTube vom NDR. Wollen wir die Hörer jetzt damit entlassen? Diesen Bild. Thomas Helmer, ansehnlicher Mann. Wenn das jetzt bei Sport Orns ankommt, dann sage ich Tschüss. Nein, ich bedanke mich bei euch. Es war wirklich eine sehr lustige Runde und informativ und fachlich versiert. Deshalb bin ich ja auch zu euch gekommen. Das erste Mal bei uns. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal wieder. Macht's gut und ich wünsche euch eine schöne EM. Und natürlich allen Hörerinnen und Hörern auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.